Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von BLK Regional. Heute wieder vor dem Studio. Wir begrüßen Sie von der Stadthalle in Weißenfels und da findet heute das Derby zwischen dem mitteldeutschen BC und Science City Jena statt. Ausverkauftes Haus, hinter mir sammeln sich schon die Fans für das Spiel des Jahres. Dazu aber kommen wir später erst. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Lesen, schreiben und auch rechnen. Das sind für uns wesentliche Bestandteile im Alltag. Und das nicht nur beruflich, sondern auch privat. Eigentlich ist es selbstverständlich, dass jeder lesen und schreiben kann. Aber es gibt Menschen, die können beides nicht. Und genau da setzt das Projekt Blickpunkt Alpha mit seinen Partnern an. Wir haben in Deutschland 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Das sind Menschen, die nicht ausreichend lesen, schreiben und rechnen können, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Eine von ihnen treffen wir irgendwo im Burgenlandkreis. Da dieses Thema immer noch nicht in der Gesellschaft akzeptiert ist, möchte unsere Protagonistin anonym bleiben. Wir nennen sie Cindy und schon bei den Dreharbeiten ist uns aufgefallen, was für ein besonderer Mensch Cindy ist und welche riesigen Herausforderungen sie sich jeden Tag stellen muss. Und dass es für Menschen wie uns, die lesen und schreiben können, überhaupt nicht vorstellbar ist, was diese Menschen jeden Tag leisten. Aufgefallen ist ihre Problematik das erste Mal in der Schule. Beispiel die 6. Klasse ist das ja alles passiert. Beispiel wie die Tag geschrieben und lesen, vorlesen und da ist es aufgefallen. Sie hatte Glück. Ihre Lehrer und Mitschüler haben die damalige 6-Klässlerin sehr unterstützt. Das Beispiel beim Diktat, da Beispiel hatten wir jetzt eine 5. Unterricht. Da hatte ich noch eine 6. Unterricht. Stunde gehabt und da haben wir als Beispiel Diktat gemacht. Das geübt alles. Anträge und Verträge sind für Cindy auch heute noch ein Problem, aber sie bekommt Unterstützung. Aber sie würde sich wünschen, dass die Behörden mehr Verständnis für Menschen wie sie zeigen. Ich hätte gerne das gewünscht, wenn die uns mehr unterstützen. Jetzt beispielsweise die Anträge richtig durchlesen und das richtig alles erklären. Und da kann ich mir ja das auch merken, was ich alles ankreuzen muss. Und da hätte ich auch das alles selber machen können, eigentlich, die Anträge. Aber kann ich ja nicht. In Deutschland gibt es viele Projekte, um auf die Alphabetisierung aufmerksam zu machen. Unter anderem auch in Naumburg das Projekt Blickpunkt Alpha. Dem Projekt Blickpunkt Alpha handelt es sich um ein Projekt, das von der EU gefördert wird und vom Land Sachsen-Anhalt, um im Süden von Sachsen-Anhalt, ich sage es mal einfach, auf das Problem von Erwachsenen aufmerksam zu machen, die nicht gut lesen und schreiben können. Das geht um alle Erwachsenen, die von einem Level, das bei Buchstaben nicht entziffern können, anfängt und bis zum Level 4, nennen wir das dann, geht, wo man sagt, da können große Sinnabschnitte nicht verstanden werden beim Lesen und entsprechend sozusagen fehlt, um mal einen Maßstab zu setzen, die Kompetenz, eine Bewerbung ordentlich aufzusetzen, sowohl als auch ein Formular zu verstehen und dem Verständnis gerecht auszufüllen. Blickpunkt Alpha hat die Aufgabe, die Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener in den südlichen Kreisen Sachsen-Anhalts voranzubringen. So unter anderem im Burgenlandkreis,
im Saale-Kreis, im Mansfeld-Südharz und in der Stadt Halle. Im Zuge einer durchgeführten Kampagne gemeinsam mit Menschen, die eine Lernbehinderung haben, ist das Projekt dabei auf bemerkenswerte Erkenntnisse gestoßen. Also dieses Informieren und Sensibilisieren für das Thema ist das Wichtigste in unserem Programm. Aber wir beraten natürlich allgemein auch zum Thema und wir vermitteln dann natürlich auch lernwillige Interessierte in die Lernerkurse, die eben hier vor allem von der Volkshochschule angeboten werden. Und zwar jetzt wichtig bei unserer Kampagne, die wir jetzt nochmal so zum Abrunden auch unserer Projektarbeit erstellt haben. Wie sieht das für Betroffene in verschiedenen Alltagssituationen eigentlich aus? Und da haben wir eine Umfrage gemacht unter Lernern, die wir so im Laufe der Jahre kennengelernt haben, bundesweit. Und die haben uns dann auch ein interessantes Feedback gegeben. Daraus habe ich so die wesentlichen Bereiche herausgezogen. Da wir selber nicht im Bereich Arbeitsplätze, Arbeitgeber finden, unterwegs waren, haben wir da keine Kontakte nutzen können. Aber wir haben in anderen wichtigen Lebensbereichen unsere Netzwerkpartner aufgerufen. Da haben wir eben festgestellt, natürlich, dass es wichtig ist, wie laufen Geldgeschäfte, wenn man nicht gut lesen und schreiben kann, Alltagsgeschäfte. Dann hatten wir die Frage, wie läuft das, wenn man umziehen muss und überhaupt wohnen, wenn man den eigenen Mietvertrag eigentlich nicht genau kennt. Wie gehen die damit um? Das ist auch wichtig. Und was gibt es für Hilfestellungen von den jeweiligen Institutionen? Dann haben wir zum Beispiel rausbekommen, dass man den Führerschein heutzutage auch ohne Attest mündlich und im Audioverfahren machen kann, dass man also nur zuhört und mündlich antwortet, ganz ohne Schrift. Dann haben wir, für die Mietverhältnisse haben wir Broschüren in einfacher Sprache gefunden. Es gibt auch Formulare für alle Lebensbereiche in vereinfachter Sprache. Wir haben dann auch Behörden dazu befragt, was sie helfen, wenn so jemand kommt. Also zu den 5 essentiellen Bereichen gehört dann noch der Bereich Gesundheit. Da haben wir uns zum Beispiel mit Apothekern mal besprochen und haben dann entsprechend auch erfahren, wie die damit umgehen. 200.000 Erwachsene sind in Sachsen-Anhalt betroffen. Einen wichtigen Baustein sind dabei die Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit der Landesregierung, dem Burgenlandkreis und den verschiedenen Institutionen bildet die Volkshochschule ein Netzwerk. Für den Betroffenen ist es keine große Hürde, zur Volkshochschule zu gehen, denn so ein Gespräch ist vollkommen unkompliziert, wie uns die Verantwortliche für das Grundbildungsprojekt in Weißenfels, Silvia Klemm, mitteilt. Ja, also wir vereinbaren einen ganz konkreten Termin. Zu diesem Termin kommt derjenige zu uns und das Erste, was wir machen, wir unterhalten uns natürlich. Wir lernen uns ein bisschen kennen und dann sehen wir, was derjenige schon kann. Und darauf bauen wir auf. Dann, ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir uns darüber unterhalten, was möchte derjenige eigentlich? Warum ist er bei uns? Was möchte er konkret lernen? Es gibt ja verschiedene Ursachen, es gibt verschiedene Gründe, warum derjenige zu uns kommt. Der eine sagt, ich möchte wirklich besser lesen können. Der andere sagt, ich möchte meinem Kind in der Schule helfen. Der andere sagt, ich habe unheimliche Schwierigkeiten mit Rechnen. Ich möchte auch damit besser zurechtkommen. Und auf diese Schwerpunkte, auf diese Wünsche gehen wir natürlich dann ganz speziell ein. Dabei verfolgen die Volkshochschulen klare Aufgaben. Unsere Hauptaufgabe ist wirklich das Lehren von Rechnen, Lesen und Schreiben. Also in allererster Linie organisieren wir die Kurse, wir stellen die Verbindung her. Wir haben auch Verbindung zu den entsprechenden Ämtern, das heißt Jobcenter, Arbeitsamt, Familiencoaches. Zu denen haben wir die Beziehung und ja, im günstigsten Fall schicken sie uns dann auch die Leute, die bedürftig sind. Auch Cindy profitiert von dem Angebot der Volkshochschule und ist stolz auf sich. Leben gemeistert, so deutsch gesagt. Gemeinsam mit Cindy werden wir in den nächsten Wochen die einzelnen Bereiche beleuchten und schauen, welche Angebote es für Menschen mit Alphabetismus gibt. Musik.
Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigen hergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und in Rassberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera-Langenberg und in Tröglitz. Golberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Kommen wir zum Sport vom Wochenende. Zwei hochklassige regionale Sportereignisse fanden am vergangenen Samstag fast zeitgleich statt. Der MBC musste sich gegen Ligakonkurrenten Jena beweisen. Davon berichten wir später in der Sendung. Die Herren des UHC standen in den Playoffs dem TV Lilienthal gegenüber. Nach dem verpatzten ersten Spiel war ein Sieg Pflicht. Ob es geklappt hat, schauen Sie selbst. Mit einem souveränen 8:5 gewannen am Samstag die Wölfe des TV Lilienthal gegen die Männer des UHC. Eines kann man jedoch den UHC nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hätten. Gleich zu Beginn des Spiels geht es ordentlich zur Sache. Der UHC erzielt das erste Tor und auch das zweite Tor geht in die Saalestadt. Doch die Gäste waren einfach zu stark. Noch 5 Minuten zu spielen und die Wölfe schießen ihr erstes Tor. Der Knoten ist bei den Gästen geplatzt. Sie erzielen einen Siegtreffer nach dem anderen. Das Spiel unterhaltsam. Immer wieder versucht der UHC seine Chancen zu nutzen. Doch die Wölfe wissen immer wieder zu kontern. Der Abend versprach ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Der erste Abschnitt ist vorbei. Lilienthal geht mit 3:2 in die Pause. Hier ist alles drin. Viel Tempo, viele Chancen und harte Zweikämpfe. Der UHC will sich nicht so leicht geschlagen geben. Nach der Pause, die Wölfe bleiben gefährlich. Gleich zu Beginn des Abschnitts schießt der UHC ein Tor. Lilienthal gleicht aus. Es bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Es geht hin und her mit rasantem Tempo. Damit geht das zweite Drittel unentschieden aus. Der UHC leicht besser, kassiert aber 2 überflüssige Strafen und hat während des Powerplays von Lilienthal 2 Tore gefressen. Aber bis dato ist noch alles offen in Weißenfels. Im dritten Abschnitt drehen beide Mannschaften erneut auf. Der UHC drückt natürlich jetzt von der ersten Minute an. Das Spiel ist im Moment völlig offen. Immer wieder bieten sich den Weißenfelsern Chancen. Dennoch hilft es alles nichts. Der TVL verteidigt mit allen Mitteln. Schwer durchzukommen für den UHC. Und langsam muss was passieren. Und das tut es auch in der 10. Minute. Tor für die Wölfe. Die Zuschauer der Gäste außer sich vor Freude. Was für ein Spiel. Es sind die letzten 3 Minuten. Chancen ohne Ende für den UHC. Nur das Glück scheint die Weißenfelser verlassen zu haben. Es geht einfach nichts rein. Im Gegenteil, in den letzten Minuten schießen die Gegner noch 2 Tore. Der UHC schießt ein letztes Tor. Trotzdem hat es nicht gereicht. Lilienthal feiert im Weißenfels den Einzug ins Finale. Der UHC gratuliert dem TVL und wünscht viel Erfolg für das Finale gegen den MFBC Leipzig. Kurze Pause vom Sport. Es ist noch eine ganze Menge mehr los im Burgenlandkreis als nur sportliche Highlights. Was Sie genau in den nächsten Tagen erleben können, das sehen Sie wie gewohnt jetzt in unseren Veranstaltungstipps.
Pater Dr. Franziskus Müll ist der Klosteranlage Memleben seit vielen Jahren verbunden und begleitet und unterstützt das Kloster in seinen Entwicklungen. Bei jedem Besuch in Memleben durchstreift er die ehemaligen Klostergebäude, sucht nach Hinweisen auf die ursprüngliche Bausubstanz aus mittelalterlichen Zeiten, die durch nachträgliche Umbauten versteckt sind. In seiner Führung am Samstag, den 13. April, geht er gemeinsam mit Ihnen auf eine Spurensuche und zeigt neue und zurückliegende Entdeckungen. Im Anschluss lädt Pater Franziskus zu einer Andacht in die spätromanische Krypta ein. Am Samstag und Sonntag findet auf dem Weißenfelser Marktplatz wieder der traditionelle Ostermarkt statt. Zahlreiche Händler und Gastronomen bieten hier ihre Waren an. Darunter sind typische österliche und Frühjahrsspezialitäten. Die ersten Frühjahrsblumen, bunte Ostereier, österliche Dekorationsartikel und vieles andere mehr. Mit Handwerkern, die ihre traditionellen Gewerbe präsentieren, ist der Markt an Reichhaltigkeit und Vielfalt kaum zu überbieten. So können die Schauvorführungen im professionellen sorbischen Ostereierbemalen genossen werden. Lassen Sie sich am Samstag und Sonntag auf der Schönburg entführen in die faszinierende Welt des Mittelalters. Täglich ab 11 Uhr erwarten Sie ein historischer Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk, Lagerleben und Ritterkampf, historische Musik, Gaukelei und Feuerzauber. So kann man unter den über 40 Handwerker- und Händlerständen unter anderem dem Bogenbauer, dem Lederer, dem Holzschnitzer und der Porzellanmalerin bei ihrer Arbeit mal über die Schulter schauen. Auch eines der ältesten Handwerke, die Kirschnerei, gibt es auf dem Platz zu bestaunen. Kirschner Thomas zeigt den Burggästen, wie edle Fellarten zu Innenfuttern besetzen und Verbrämungen verarbeitet werden. Am Samstag, den 13. April, wird die erste Sonderausstellung des Zeitzer Museums Schloss Moritzburg eröffnet. Sie steht ganz im Zeichen des Barockjahres 2019. In Zusammenarbeit mit den Frankischen Stiftungen Halle entstand eine bemerkenswerte Ausstellung. Die Frankischen Stiftungen wurden vor 300 Jahren als Waisenhaus von dem Theologen und Pädagogen August Hermann Franke gegründet. Schnell entwickelte sie sich zu einer Schulstadt vor den Toren Halles, die eine Bildung für alle versprach. Schnell gewann Frankes Werk aber auch internationale Ausstrahlung und Anerkennung. Vor allem bei Religionsfragen griffen gerne die Fürsten auf den Pietisten und dessen Lehren zurück, auch die Zeitzer Herzöge. Ihnen war vor allem die Caritas und die Sozialfürsorge wichtig. Das Zeitzer Waisenhaus wurde ebenso von den Lehren Frankes beeinflusst, wie auch die Stiftsschule. Ausstellungseröffnung ist um 15 Uhr. Auf geht's am Sonntag, den 14. April, zum 6. Welterbe-Wandertag. Thema sind dieses Mal die historischen Straßen und Wege der Saale-Unstrut-Region. Sie waren die Autobahnen des Mittelalters, auf denen man durch ganz Europa unterwegs war und die zum großen Teil heute noch genutzt werden. Start und Ziel ist dieses Mal der Kirchplatz in Freiburg, direkt an der Marienkirche. Ausnahmen sind die Wanderungen ab dem Kloster Memleben und dem Naumburger Dom. Sämtliche Touren werden durch kompetente Führer begleitet. Mit dabei ist wieder die besondere Tour, bei der man mit Fahrrad, Kanu und zu Fuß an der Unstrut unterwegs ist. Die Teilnahme am Welterbe-Wandertag ist wie immer kostenfrei. Los geht's um 10 Uhr auf dem Kirchplatz in Freiburg. Nähere Informationen über die verschiedenen Touren erhalten Sie unter www.welterbe-an-saale-und-unstrut.de. Zurück zum Sport. Auch an der Tischtennisplatte wurde am letzten Wochenende wieder um Punkte und Platzierungen gekämpft. Der VSG Kugelberg 1 stand der Eintracht Diesdorf gegenüber. Dabei ging es um den Verbleib in der Verbandsliga. Zum letzten Punktspiel der Tischtennis-Verbandsliga-Saison empfing am Samstag die erste Herrenmannschaft der VSG Kugelberg-Weißenfels in heimischer Halle den Tabellenfünften Eintracht Diesdorf. Aber erstmal noch kurz etwas zum Verein. Also ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Christian Köhler, ich bin der Vorstandsvorsitzende der VSG Kugelberg. VSG steht für Volkssportgemeinschaft Kugelberg in Weißenfels. Wir sind ein Verein, haben ungefähr 200 Mitglieder und 4 Abteilungen. Die Abteilung Gymnastik, Abteilung Badminton, Abteilung Volleyball und last but not least, da wo wir heute sind, die Abteilung Tischtennis.
Die Abteilung hat ungefähr 50 Mitglieder, Frauen und Männer und auch natürlich unseren Nachwuchs, die dieser Sportart frönen. Vielleicht ein bisschen was zum Tischtennis selber. Wir sind derzeit, ich denke, das kann man gut so sagen, was das Tischtennis betrifft, der erfolgreichste Verein im Burgenlandkreis. Warum ist das so? Weil unsere erste Mannschaft in der höchsten Liga von Sachsen-Anhalt ist, die Verbandsliga, aktiv ist. Darüber hinaus haben wir noch viele Untermannschaften, also eine zweite, dritte, vierte und fünfte Herrenmannschaft, die im aktiven Punktspielbetrieb sind. Dann auch im Nachwuchs sind wir natürlich dabei mit einer Kindernachwuchsmannschaft, die alle sehr erfolgreich sind. Und wie gesagt, hier und heute haben wir natürlich das Spiel der Spiele für uns. Es geht darum, dass wir den Verbleib in der Verbandsliga sichern können. Und um das zu schaffen, müssen wir eigentlich hier und heute gegen Eintracht Diesdorf gewinnen. Und das wollen wir auch. Und man kann das gut sehen. Wir haben viele Zuschauer mitgebracht. Die sind alle ganz motiviert, um unsere Jungs anzufeuern. Während die Gäste im gesicherten Mittelfeld dem Saisonabschluss gelassen entgegensehen konnten, ging es für die Kugelberger um alles oder nichts. Nur ein Sieg würde die Qualifikation für ein Relegationsturnier und den damit möglichen Klassenerhalt bedeuten. Also, sie mussten am Ende der Begegnung den Platz 7 in der Tabelle belegen. Und den müssen wir belegen. Hintergrund ist einfach der, im nächsten Jahr wird diese Staffel reduziert von 12 auf 10 Mannschaften. Damit steigen natürlich auch mehr ab, keine Frage. Und unter normalen Umständen würde der 7. Platz zum Verbleib in der Klasse reichen, nur dieses Jahr nicht. Und damit wir es schaffen können, brauchen wir wenigstens den 7. Platz, der berechtigt uns an den Relegationsspielen teilzunehmen. Das ist ein 4er-Mannschaftsturnier mit den 2. der Landesligen und hoffentlich der VSG Kugelberg, wo wir den 1. Platz belegen müssen, um dort weiter die Klasse halten zu können. Also nicht so einfach, dieses zu unterfangen. Wie stark ist der Gegner oder die gegnerische Mannschaft? Die sind eigentlich besser als wir. Das Hinspiel haben wir ziemlich deutlich verloren. Aber wir sind natürlich mega motiviert. Die Gegner haben die Klasse bereits geschafft. Für die geht es eigentlich nur um Just for Fun, hoffen wir jedenfalls. Für uns um alles und deswegen denken wir, dass wir das heute schaffen können. Ohne Kapitän Andreas Feckel ging es von Beginn an voll zur Sache. Doch leider verlief der Beginn des Spiels nur mehr als holprig. Aufgrund des Ausfalls von Andreas Feckel wurden die Doppel taktisch umgestellt, was jedoch leider nicht das erwünschte Ziel hatte. Lediglich Matthias Feckel und Johannes Feckel konnten ihr Doppel für sich entscheiden. Und die Gäste, sie führten noch mit 2:1. Aber davon ließen sich die Weißenfelser nicht beeindrucken. Zum Ende der ersten Einzelrunde wendete sich das Blatt und eine 5:4-Führung stand dann auf der Anzeigentafel. Diese gaben die Saalestädter auch nicht mehr her. Marco Merten war es unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer vorbehalten, den 9. und damit Siegpunkt zu erzielen. Dieses Ergebnis mit 9:6, den Relegationsplatz erreicht zu haben, ist ein absolutes Highlight für die VSG Kugelberg, da die Chancen auf den Klassenerhalt vor der Saison in einer Liga mit 5 Absteigern sehr gering war. Mit viel Training, Kampfgeist und einer starken Mannschaftsmoral konnte das, etwas überraschend, erreicht werden. Die endgültige Entscheidung über den möglichen Verbleib in der Verbandsliga wird in den Relegationsspielen am 1. Mai-Wochenende fallen. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Ja, hier sitzen nachher die Trainer beider Mannschaften vom MBC und von Science City Jena. Das Spiel läuft aber noch, also momentan kann ich hier noch den Platz von Trainer Silvano Poropat einnehmen.
Denn jetzt wird der Spielball größer. Am Samstagabend platzte die Weißenfelser Stadthalle aus allen Nähten. Derby-Time. Im Kampf um den drohenden Abstieg aus der ersten Basketball-Bundesliga standen sich der mitteldeutsche BC und Science City Jena gegenüber. Beide Vereine kämpfen mit dem Abstieg. Das Hinspiel hatte Jena gewonnen. Konnte sich der MBC im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen? Um die Antwort vorwegzunehmen, ja. Der MBC konnte das Spielmomentum für sich nutzen. Zum ersten Mal war die Weißenfelser Stadthalle ausverkauft. Was für eine Kulisse. 3000 Basketballfans, davon rund 300 Fans aus Jena, sorgten für die angemessene Stimmung für das Ostderby. MBC stand am Samstagabend Tabellennachbar Science City Jena gegenüber. Beide ostdeutschen Vereine teilen in dieser Spielzeit das Schicksal, massiv gegen einen drohenden Abstieg aus der Belle Etage kämpfen zu müssen. Somit merkte man beiden Teams bereits beim Aufwärmen an, dass es heute um alles geht und jeder den Sieg gerne auf sein Konto buchen möchte. Das Hinspiel hat übrigens der MBC deutlich mit 64 zu 81 verloren. Zuletzt verloren die Jenenser 7 Spiele in Folge. Der MBC punktete gegen Gießen und zeigte in Bonn trotz einer Niederlage eine gute Partie. Rein in die ersten 10 Minuten. Die waren in der Anfangsphase geprägt von einem nervösen Beginn. Wolf Jovan Novak verlor gleich zweimal hintereinander den Ball. Und erst nach 2 Minuten netzte Julius Wolf zum 2:0 für Jena ein. Der MBC konterte mit einem Dreier von Novak und einem Zweier von Alexander Marelja. Eine gute Verteidigung und ein starker Angriff lassen die Weißenfelser bis zum Ende des ersten Viertels die Oberhand mit 23 zu 15 erspielen. Viertel 2 wieder mit nervösem Beginn. Der MBC erlaubte sich in den ersten 3 Minuten gleich mal 5 Fouls. Aber die Korbausbeute war bei diesem Spiel viel besser als in den vergangenen Partien. Besonders die Herren Novak und Marelja hatten zur Derby-Time ein sicheres Händchen. Johann Novak brachte 5 seiner 7 Dreierversuche in den gegnerischen Korb. Gästetrainer Björn Harmsen war bei einem Halbzeitstand von 48 zu 36 gar nicht zufrieden mit seinen Spielern. Einzig die mitgereisten Fans aus Jena standen wie eine stabile Wand hinter ihrem Team. Nach der Pause drehte die Wölfe 5 weiter auf und konnte mit einer weiterhin sehr guten Mannschaftsleistung in Angriff und Verteidigung gut 2 Minuten vor Schluss von Viertel 3 mit 24 Punkten den Jenensern davonziehen. Auf den MBC-Fantribünen sprach man sogar schon vom besten Saisonspiel der Wölfe. Schielte Team und Fanbase mit einem Auge immer auf die Punktdifferenz, die mehr als 18 Punkte betragen sollte. Im finalen Viertel versuchte die Harmsen-Truppe, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Allerdings dem MBC bis knapp 3 Minuten vor Schluss bereits 100 Punkte erlaubte, konnte nur noch vom Sieg träumen und Schadensbegrenzung betreiben. Die Wölfe waren an diesem Samstag durch alle Viertel gut aufgestellt und hatten den Willen, den Sieg in der Stadthalle mit ihren Fans zu feiern. Großen Anteil daran hatten die beiden Topscorer Alexander Marelja mit 25 Punkten und Jovan Novak mit 23 Punkten. Beim Jenaer Team stach Ronald Roberts mit 23 Punkten heraus. Bei einem Endstand von 109 zu 92 feierte der MBC seinen 6. Saisonsieg, schöpft Hoffnung für einen Verbleib in der ersten Basketball-Bundesliga und hat rein rechnerisch den Punktevergleich gegen Jena wohl gewonnen. Ebenfalls wieder mal ein sehr gutes Spiel zeigte David Brambley mit 14 Punkten. Wie groß war denn der Stein, der der Mannschaft nach dem Derby-Sieg vom Herzen fiel, David? Vielleicht nicht Stein, aber ich glaube, es ist einfach mal gut zu sehen, dass harte Arbeit auch mal ausgezahlt wird. Also wir haben die letzten Wochen oder generell die ganze Saison, wir trainieren so hart und wir arbeiten und arbeiten. Und das ist manchmal frustrierend, wenn es dann nur 20 Minuten klappt, 30 Minuten klappt, 35, 39 hatten wir alles schon. Und heute war einfach mal 40 Minuten eine gute Teamleistung und das tut einfach gut. Der Hallensprecher sagte, beste Saisonleistung in dieser Saison vom MBC. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also defensiv, offensiv, klar, man kann immer sagen, da waren Fehler, ja. Vielleicht noch den Differenz mit einem Punkt, aber ganz ehrlich, wir haben Jena mit 17 Punkten geschlagen. Wir waren konstant das ganze Spiel, offene Würfe getroffen, mit Selbstvertrauen. Alle haben gescored, jeder hat den Ball berührt. Also ich glaube, das war schon ein super Spiel. Weiter geht es für die Wölfe am kommenden Samstag bei den Veilchen in Göttingen.
In unserem Sportblick fassen wir die Ergebnisse vom Wochenende zusammen, informativ, kurz und kompakt. Der Sport im BLK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. In der Fußball-Oberliga ging es bereits am Freitag für die Kicker von Blau-Weiß-Zorbau zum SV Eilenburg. Leider mussten die Blau-Weißen bei allem Enthusiasmus mit 2:1 eine weitere Niederlage einstecken. In der Landesliga Süd hatte CFC Germania 03 die Elf vom SSC Weißenfels zu Gast. Am Ende der Begegnung wurden die Weißenfelser ihrer Favoritenrolle gerecht und kehrten mit einem klaren 0:4 Sieg die Heimreise an. Und auch die Kicker vom SC Naumburg gingen mit 1:0 auf heimischen Rasen als Sieger vom Platz. In der Landesklasse 7 trennte sich RSK Freiburg mit 2:2 unentschieden von Wacker Wengelsdorf. Die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels unterlag mit 3:0 beim BSC Laura. SV Burgwerpen konnte seinen Heimvorteil nicht nutzen und musste sich der Elf von Rot-Weiß Weißenfels mit 0:1 geschlagen geben. Und SV Groß Grimma trennte sich mit einem 2:2 unentschieden von den Blau-Weißen aus Zorbau. In der Handball-Oberliga unterlag die erste Mannschaft vom HC Burgenland mit 36:27 dem HC Elbflorenz. Und die Damen vom HC Burgenland konnten am Sonntag zu Hause mit einem Endstand von 28:26 gegenüber den Gästen aus Magdeburg einen weiteren Sieg verbuchen. In der Handballverbandsliga hatte die zweite Mannschaft vom HC Burgenland das Team vom WHV zu Gast. Und das bedeutete ja Lokalderby. Am Ende der Begegnung fuhren die Domstädter mit 31:23 einen klaren Sieg ein. Beim 23. Internationalen Bernauer Turnier konnte das Nachwuchsteam der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft 10 Medaillen in die Elsterstadt holen. Nach dem Pokalgewinn in Zeitz und dem Mannschaftssieg bei der Landesmeisterschaft in Schönebeck fiel die Titelausbeute dieses Mal deutlich zurückhaltender aus. Insgesamt 260 Starter aus über 25 Vereinen aus Deutschland und Dänemark stellten sich am vergangenen Wochenende den Gefechten in Vorbereitung auf die nächsten Qualifizierungen zur Gruppenmeisterschaft am 11. Mai. Die 13 Starter der Zeitzer Nachwuchsmannschaft starteten 6 Uhr morgens, um nach gut 2,5 Stunden Anreise auf der Wettkampfmatte zu stehen. Philipp Dörfer musste gleich in der ersten Runde ran. Leider konnte er an die Erfolge aus den vorangegangenen Turnieren nicht anknüpfen und musste diesmal seinen Kontrahenten die Plätze auf dem Siegerpodest überlassen. Mario Steinhauer hatte an diesem Tag den Sieg schon fast in der Hand. Er konnte alle seine Kämpfe gewinnen und musste sich nur dem Basdorfer Johann Bunda geschlagen geben und sicherte sich so eine Silbermedaille. Ebenso erging es seiner Vereinskameradin Vanessa Rothe. Sie konnte ihre Gegnerinnen mit Full House besiegen und musste sich nur Michelle Dietrich vom SV Schorfheide geschlagen geben. Damit konnte auch sie sich eine Silbermedaille sichern. Maximilian Wosmann konnte einen Kampf souverän gewinnen und musste sich in seinem zweiten Gefecht Florian Weiß vom SV Schorfheide geschlagen geben und sicherte sich ebenso eine Silbermedaille. Eine Bronzemedaille sicherten sich in Bernau Ben Bözel, Omran Ibrahimi, Florian Mengel, Hamza Tawashi, Maxim Wolinski, Mehran Ibrahimi und Emily Kramer. Trotz der mageren Ausbeute ohne Goldmedaillen waren Vereinstrainer Marcel Spottke und Jan Stange recht zufrieden. Kommen wir zum Floorball. Die erste Männermannschaft vom UHC musste am Samstag eine 5:8 Niederlage gegenüber dem TV Lilienthal einstecken. Und Lilienthal feierte in Weißenfels verdient den Einzug ins Finale. Bei den Damen hingegen gab es einen überraschend klaren Sieger. Die Hausherren schickten ihre Gegnerinnen mit einem klaren 9:3 Sieg zurück an die Mulde. Der Mitteldeutsche Basketballclub hat auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Easy Credit BBL wichtige Punkte eingefahren. Vor einer ausverkauften Stadthalle sicherten sich die Wölfe den verdienten 109:92 Heimsieg im Ostderby gegen Science City Jena. Im letzten Spiel der Saison standen sich in der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule im Weißenfels die Tischtennismannschaften der VSG Kugelberg
und Eintracht Diesdorf gegenüber. Während die Gäste im gesicherten Mittelfeld dem Saisonabschluss gelassen entgegensehen konnten, ging es für die Kugelberger um alles oder nichts. Nur ein Sieg würde die Qualifikation für ein Relegationsturnier und den damit möglichen Klassenerhalt bedeuten. Und am Ende der Begegnung sollte sich mit 9:6 dieser Wunsch erfüllen. Der Sport im BLK-TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Damit sind wir schon wieder beim Schlusspunkt unserer Dienstagabendsendung von BLK Regional angekommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei BLK-TV am kommenden Freitagabend. Schalten Sie also wieder ein und informieren sich über aktuelle Themen aus dem Burgenlandkreis. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.